Ja, hinter mir, da macht sich gerade die Mannschaft von Eintracht Trier warm, denn gleich beginnt die Partie am 6. Spieltag der Regionalliga Südwest gegen die Wormatia aus Worms. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von 54 TV. Ob die Eintracht gegen die Mannschaft aus der Nibelungenstadt zum Drachentöter mutiert, das schauen wir uns jetzt an und dabei wünsche ich Ihnen natürlich wie immer viel Spaß. Der 6. Spieltag der Regionalliga Südwest, ein atmosphärisches Flutlichtspiel und ein echtes Derby stehen auf dem Programm. Ganze 87 Mal standen sich die beiden Mannschaften der Wormatia aus Worms und der Eintracht aus Trier seit 1948 nun schon gegenüber. Das 88. Match findet am Freitagabend in der ältesten Stadt Deutschlands in der Spielstätte des SVE, dem Moselstadion, statt. Kleine Anmerkung zu Beginn: Der Neuzugang der vergangenen Woche, Thomas Konrad, durfte bereits direkt von Beginn an mit seinen neuen Teamkollegen auflaufen, da sich Fabian Zittlau beim Aufwärmen verletzte. An dieser Stelle wünschen wir ihm natürlich gute Besserung. Zweite Spielminute, was für ein Auftakt. Nassim Banuas mit einem unglücklichen, offensichtlichen Handspiel im eigenen 16er. Schiri Thomas Münch steht goldrichtig und ihm bleibt natürlich gar keine Wahl. Elfmeter für die Hausherren. Der ach so sichere Elfmeterschütze Fatsko Dusevic mit der 21 auf dem Rücken tritt am Punkt an. Er ist der Mann beim SVE für solche Situationen. Immerhin verwertete er in der letzten Spielzeit alle 7 Elfmeter für sein Team. Doch die Nummer 1 der Wormser, Kevin Knödler, er hält den schwach geschossenen Strafstoß und seine Mannschaft somit in der Partie. Was für ein Auftakt hier im Moselstadion, auf der Tribüne, auf der Gegengrade und auf dem Platz. Jetzt sind hier alle hellwach. Kurze Zeit später, wir schreiben die 6. Spielminute, Chunli Pagenburg wird zentral gefoult. Folgerichtig der Pfiff des Schiedsrichters und Alon Abelski legt sich das Leder zurecht. Noch vor einer Woche ist genau so das 1:0 für die Eintracht gegen die Zweitvertretung des FSV Frankfurt gefallen. Doch der Freistoß ist kein Problem für Kevin Knödler im Gehäuse der Gäste. Die erste Viertelstunde ist hier gespielt, die Eintracht kontrolliert das Geschehen, erarbeitet sich die Chancen und Banuas, der scheint heute ziemlich neben sich zu stehen. Schauen Sie sich diesen Pass von ihm aus der eigenen Defensive heraus an. Alon Abelski hat den Ball, läuft alleine auf das Tor zu, ihm entgegengeeilt kommt der Wormser Keeper. Abelski hebt das Spielgerät über den herauseilenden. Knödler ist geschlagen, aber das Aluminium rettet in dieser Situation für die Nibelungenstädter. Zwei Großchancen zur Führung schlägt der SVE hier also schon bis zu diesem Zeitpunkt aus. 23. Spielminute, was für ein genialer Pass des Kapitäns Fuad Brigasch auf Alon Abelski. Dieser zieht in den Strafraum, lässt seine Gegenspieler ganz schön alt aussehen, bewegt sich Richtung Tor, dreht dann aber wieder ab, den Ball noch am Fuß, doch sein Schuss, kein Problem für Knödler, der bislang der aktivste Wormser auf dem Platz ist. So langsam entwickelt sich hier unter Flutlicht ein richtig rassiges Derby. Jeder Ball hart von beiden Mannschaften umkämpft. So zum Beispiel in der 29. Minute, als Lukas Oppermann gegen Mario Klinger keine Rücksicht im Kampf um das Leder kennt. Die Szene steht stellvertretend für die vielen kleinen Nicklichkeiten zwischen den Kickern auf dem Rasen, die jetzt zum Spielgeschehen einfach dazugehören. Sie ahnen es mit Sicherheit schon, 40. Minute, kurz vor der Pause, wieder eine Riesenmöglichkeit für die Eintracht. Leverenz behauptet sich schön auf der rechten Seite, setzt sich durch und flankt das Leder in die Mitte, genau auf Fatz. Dieser erwischt das Leder mit dem Kopf, aber sein Torversuch geht aus kurzer Distanz am Kasten der Wormser vorbei. Das hätte hier schon das 3:0 für die Hausherren sein können, ja vielleicht sogar sein müssen. Der SVE, er will jetzt hier das Tor. Schöner Pass von Fuad Brigasch, dem Kapitän der Eintracht, auf Chun. Dieser leitet das Leder mit Verzögerung weiter auf Leverenz. Der starke Flügelflitzer auf rechts flankt den Ball in die Mitte. Die Gefahr scheint gebannt. Der Ball gelangt wieder aus dem Strafraum, kommt wieder zurück zum Ausgangspunkt Fuad Brigasch. Und dieser hält einfach mal aus der Distanz drauf, will Knödler prüfen. Das Spielgerät peilt genau die rechte obere Torecke an. Doch Test bestanden. Knödler hält sein Gehäuse sauber. Aber was für ein Schuss des SVE-Captains. Worms schwimmt nun ganz gewaltig. Die Partie geht nur noch in eine Richtung und Martin Röser,
die 7 der Gäste kann da einfach nicht mehr zuschauen. Ihm scheinen ein wenig die Sicherungen durchzubrennen. Schauen Sie sich sein Foul an Max Watzka in der folgenden Szene an, das von Referee Thomas Münch mit Gelb geahndet wird. Kurz darauf ist Halbzeit. Gästecoach Ronny Borschers nutzt diese mit aller Wahrscheinlichkeit für eine lange Weckansprache an sein Team. Sein Motivationsmittel darin vielleicht eine wohl mögliche Teilnahme seiner Mannschaft am heimischen Backfischfest. Und sein Gegenüber, Roland Seitz, er kann bis zu diesem Zeitpunkt des Spiels mit der Leistung seiner Mannschaft eigentlich mehr als zufrieden sein. Lediglich das Erfolgserlebnis vor dem Kasten der Nibelungenmannschaft lässt bislang noch auf sich warten. An Motivation und an Einsatz mangelt es seinen Kickern derweil ganz sicherlich nicht. Direkt nach dem Wiederanpfiff erstmal keine zwingende Chance auf beiden Seiten. Allerdings merkt man der Wormatia jetzt den Willen etwas mehr an. Der Weckruf und das Backfischfest-Argument von Trainer Borschers scheinen gewirkt zu haben. 52. Minute, der bereits mit Gelb verwarnte Lukas Oppermann zeigt erste Bemühungen, das Leder im Tor von Eintracht-Torwart Andreas Lengsfeld unterzubringen. Doch es bleibt vorerst bei einem Versuch. 4 Minuten später, was für ein weiter Ball in die Eintracht-Offensive. Irgendwann erhält Leverenz den Ball, gibt ihn weiter auf Thomas Konrad. Dieser flankt das Spielgerät in die Mitte und da steht, na wer schon, wieder Chunli Pagenburg einfach Gold richtig. Ein Blick auf die Seitenlinie verrät, der Assistent zeigt zur Mitte, Tor für die Eintracht. Mats Watzka ist das zunächst ziemlich egal. Er will mit seinem Schuss aus kurzer Distanz noch einmal auf Nummer sicher gehen und haut das Leder in die Maschen. Der Torerfolg wird allerdings richtigerweise auf Pagenburgs Konto gut geschrieben. Schauen wir uns den 8. Treffer des Deutsch-Kambodschaners noch einmal in der Zeitlupe an und freuen wir uns mit dem einfach unglaublichen Chunli Pagenburg. Das verdiente 1:0 für die Hausherren ließ lange auf sich warten, aber da ist es nun endlich. Die Gäste sind in der Folge gelähmt und wütend, wissen sich allerdings gegen eine starke Trierer Mannschaft einfach nicht zu helfen. Bei der Auswechslung fliegt ein unschuldiges Hütchen durch die Luft, weil Adan Jabiri sichtlich angefressen und aggressiv den Platz verlässt. Sein Teamkamerad Marco Steil geht in der 58. Minute in einem Zweikampf gegen den bislang einzigen Torschützen der Partie noch schlechter mit seiner Wut um, erhält dafür die gelbe Karte. 1734 Zuschauer im Stadion der ältesten Stadt Deutschlands verfolgen nun eine Partie, die deutlich an Härte zunimmt. Wir springen in die 79. Spielminute. Chunli Pagenburg holt sich seinen verdienten Applaus beim Trierer Publikum ab. Für ihn kommt Markus Fuchs neu in die Partie. Auf dem Platz passiert gerade schon seit einer Viertelstunde reichlich wenig. Beide Teams schaffen es innerhalb dieser Spielphase nicht, sich gefährliche Chancen zu erarbeiten. Dafür sind viele Ballverluste und ungenau gespielte Aktionen nun an der Tagesordnung. So beispielsweise in der 82. Minute, in der die Eintracht gleich dreimal nichts aus dem Ballbesitz und der Verwirrung der Männer im roten Trikot macht. Der Druck auf das zweite Tor, das jetzt Sicherheit bringen würde, es ist für alle Zuschauer hier spürbar. Allerdings fehlt dem Team um Kapitän Fuad Brigasch jetzt die nötige Durchschlagskraft und Kaltschnäuzigkeit. Das ist aber wenige Minuten später einfach egal, denn dann ist Schluss und die Chancenverwertung kein Thema mehr. Eintracht Trier gewinnt mit 1:0 gegen den alten Rivalen aus Worms durch ein Tor von Chunli Pagenburg. Das Backfischfest wohl kein Thema für die Spieler der Wormatia. Den Eintracht-Fans ist allerdings nach Feiern zumute. Sie lassen ihre Mannschaft hochleben. Die Stimmen zum Sieg finden Sie in unserem zweiten Videobeitrag, alles sonst noch Wissenswerte, auch schriftlich unter www.54.de. Bereits am Mittwoch geht es für das Team der Eintracht nach Ida Oberstein. Wir sind natürlich auch dort für Sie vor Ort. Bis dahin, ein schönes Wochenende und bleiben Sie uns gewogen.